Nennen Sie Ihren vollständigen Namen. John Gray. Was denken Sie, wieso sie Ihnen aus dem Weg gegangen ist, John? Weil ich es getan habe. Ich spiele einen Detective, der in einem mysteriösen Fall ermittelt. Ein junges Mädchen wurde missbraucht. Dieser Fall ist wie ein unglaublicher Trip. Er muss unbedingt herausfinden, was diese Leute im Schilde führen und mit welchem Ziel. Angela, diese Menschen haben dir wehgetan. Dein Vater hat was von einem Ritual gesagt. Ethan passt perfekt in diese Rolle. Die Geschichte wird aus der Perspektive seiner Figur erzählt. Ihre Scheinwerfer haben mich geweckt. Sie sind zur Werkstatt meines Vaters gegangen. Sie hatten Gewänder an. Es war eine schwarze Messe. Wir wollten den Detective möglichst realistisch darstellen. Man weiß über Detective Kenner lediglich, dass er ziemlich einsam ist. Ich habe Ethan zur Aufgabe gemacht, sich für seine Rolle eine komplette Lebensgeschichte auszudenken. Dabei entstand die Idee, dass er davon besessen ist, keine Fehler zu machen. Haben Sie eine ungefähre Ahnung, womit wir es hier zu tun haben? Ethan ist so ein leidenschaftlicher Schauspieler. Ich habe sehr viel von ihm gelernt. Ich hatte Ethan vorher noch nie getroffen. Er ist noch besser, als ich dachte. Wieso geben Sie es nicht einfach zu? Was zu? Dass Sie eine Riesenangst haben. Ich fand The Others und das Meer in mir großartig. Es gibt nicht viele Regisseure, die so visionär sind wie Alejandro. Sie mischen sich auf der Straße unter die Leute und dann starren sie jemanden an. Das ist eine Todesdrohung. Der Film ergründet unsere Ängste. Es geht darum, wie komplex unser Verstand ist. Detective Kenner muss seine Ängste besiegen, um das Wirkliche wieder klar zu erkennen. Ich bin keiner von euch! Hinter dem Tempel, was siehst du da? Alle tragen schwarze Gewänder. Es ist eine schwarze Messe. Jetzt wird man sie auch töten. Hast du eine Ahnung, womit wir es hier zu tun haben?